Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Bürger in Deutschland, die auch auf den Tribünen anwesend sind. Ihr habt laut Artikel 17 Grundgesetz das Grundrecht, euch schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an den Deutschen Bundestag zu wenden. Damit könnt ihr direkt Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen und gleichzeitig den Abgeordneten und den Bundesbehörden auf die Finger schauen. Wir als Alternative für Deutschland setzen uns seit unserem Bestehen im Sinne der direkten Demokratie für die größtmögliche Bürgerbeteiligung ein. Im Petitionsausschuss werden Anliegen im Gegensatz zu privaten Anbietern auch verbindlich geprüft. Der Petitionsbericht 2017 liest sich dabei wie ein AfD-Wahlprogramm. Was zeigt, dass wir als Bürgerpartei tatsächlich die Themen vertreten, die unter den Nägeln brennen? Gefordert, ich kann es Ihnen erklären, gefordert wird insbesondere eine höhere Präsenz der Abgeordneten im Bundestag und Volksabstimmungen auf Bundesebene. Und das Letztere können die übrigen Parteien uns trotz der Sorge um die eigenen Mandate den Bürgern und der AfD nicht ewig vorenthalten. Ebenso die Rücknahme des Netz-DG, der Erhalt des Bargeldes, die Abschaffung der Zwangsrundfunkgebühren, der Abbruch aller EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, die Aufhebung der Russland-Sanktionen und der Abzug der Atomwaffen. Die AfD unterstützt alle diese Anliegen. Die Anzahl an Petitionen zum Thema Asyl zeigt auch deutlich, dass die Asylkrise mitnichten geschafft ist. Es wandten sich sogar zahlreiche Mitarbeiter des BAMF an den Ausschuss, um ihre befristeten Arbeitsverhältnisse endlich zu entfristen. Bei 16 Mitarbeitern, die dank Merkel, Altmaier und Seehofer chronisch überlastet sind, war das mittlerweile erfolgreich. Das ist umso schöner, weil sie aktuell als Bauernopfer für die wirklich Verantwortlichen herhalten müssen. Die rasante Steigerung der Anliegen zum Thema Gesundheit macht auch deutlich, wie weit der demografische Wandel und die Folgen bereits fortgeschritten sind. Viele Anliegen zur Kinder- und Jugendhilfe zeigen, dass Abhilfe für die deutschen Sozialsysteme nur mit einer Stärkung der nachkommenden Generationen möglich ist. Der Petitionsausschuss war dabei leider aufgrund der langwierigen Regierungsbildung, an der fast alle übrigen Parteien beteiligt waren, nicht immer handlungsfähig. Das muss gesagt werden. Dabei könnte im Zuge der digitalen Demokratie vor allem die Plattform für E-Petitionen noch bekannter gemacht werden, denn bei 50.000 Mitzeichnern werden Anliegen öffentlich im Deutschen Bundestag mit Vertretern der Bundesregierung angehört. Gute Chancen darauf hat die aktuell unter öffentlicher Beobachtung stehende gemeinsame Erklärung 2018 von Vera Lengsfeld, Henrik Broder und anderen deutschen Intellektuellen und Leistungsträgern der deutschen Gesellschaft. Sie sollten mehr Achtung gegenüber diesen Leuten schenken, die Petitionen zu Recht auch einen Petitionsausschuss einreichen und hier zuhören. Denn diese wollen die Rechtmäßigkeit an den deutschen Grenzen wiederherstellen und Rückweisungen wieder möglich machen. Wenn die Bundesregierung den Willen der Bevölkerung also nicht umsetzen will, sollten mündige Bürger ihr Anliegen in die eigenen Hände nehmen, und die AfD wird sie dabei immer unterstützen. Vielen Dank. Als nächstes erteile ich für die CDU-CSU-Fraktion dem Kollegen Andreas Mattfeld das Wort.